Ja, ich bin Charlie Yu, bin 29 Jahre alt, aus Berlin. Bin Action-Darsteller bei Real Deal Action. Und ja, das ist mein Team. Ich bin John Aydin, ich bin auch 28 Jahre alt und wohne auch in Berlin. Und arbeite auch als Action-Darsteller und Action-Choreograf. Ebenfalls in Berlin, Fong Jiang ist mein Name. Und zusammen sind wir halt Real Deal. Mein Bruder hat mir irgendwann mal einen Link geschickt über Facebook und dann habe ich mal reingeschaut und das war dann so eine Videomontage von Rocky, aber nicht mit dem normalen Rocky-Sound, sondern mit der Musik von Puls. Das war halt nicht fair. Ich dachte mir so, das gehört ja nicht wirklich zum Original-Soundtrack von Rocky, aber irgendwie hat die Musik trotzdem gepasst, aber es war halt auf Deutsch. Deswegen hat mich das verwundert und ich bin darauf erstmal hängen geblieben, habe dieses Video erstmal an John weitergeschickt. Daraufhin habe ich dann die Jungs dann angeschrieben auf Facebook und dachte mir, es wäre interessant, sie zu treffen. Ja, Jan hat es einmal zum Training mitgenommen, die Musik, hat es abgespielt während der Trainingsphase. Und ja, ich fand es einfach mal sehr geil, die Musik. Passt sehr gut zu uns, weil wir halt auch so auf den 80er-Style sind. Und seitdem höre ich eigentlich nur noch sowas. Und es gibt immer einen Punkt beim Training, wo man so einen Stopp hat, wo man nicht mehr weiterkommt. Und gerade diesen Punkt versuchen wir immer zu überwinden. Und die Musik hilft uns auf jeden Fall, das zu schaffen. Ich fand den Song, den Text an sich sehr, sehr cool, weil der hat, ich konnte mich halt identifizieren und weil das in meinem Leben halt auch sozusagen wie eine Straße ist und die halt auch ewig geht. Egal was für Hindernisse kommen, man muss trotzdem die Straße weiter entlang laufen und immer noch weiter fighten. Und so habe ich mich gefühlt, also in dem Song ging es einfach auf. Okay, nicht aufgeben, weitermachen, nach vorne schauen und motiviert dranbleiben. Und das sind ja, sage ich mal, die wichtigen Aspekte im Leben, die auch einem zum Erfolg führen. Und deswegen finde ich das auch, dass der Song an sich sehr motivierend und sehr inspirierend ist. Am 25.04. erscheint das Album von den Jungs. Puls 1. Der Song, die Straße wird auf jeden Fall drauf sein. Und ich glaube auch, das ist die überarbeitete Fassung, ne? Also genau. Wir durften ja da auch reinhören. Sagen wir mal, wir hatten die Ehre, da nochmal reinzuhören. Und ja, das ist die überarbeitete Fassung. Es ist nicht die Version, die ihr auch aus YouTube kennt. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall als Real D. Unterstützen die Jungs, wo wir können. Und ja, wir sind eins. Seid gespannt. 25.04.2014, Puls 1.